sicher erinnern. Mhm. Braxman war immer gut mit dabei in den vergangenen Saisons. Und jetzt klappt das irgendwie. Sie sind zwar irgendwie mit dabei, aber fahren doch relativ weit hinten, was sehr, sehr schade ist. Also, weil die Jungs waren immer gut für Action. Dominik Pieper kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und Helsten hier wieder auch mit einem Quersteher hier beim Überrunden von Vortex. Vortex macht jetzt Platz. Es ist halt auch schwierig für die Überrundeten, hier eine gute Stelle zu finden. Es ist immer mit einem argen Geschwindigkeitsverlust verbunden, wenn man hier vom Gas gehen muss, um jemanden vorbeizulassen. Mhm. Deswegen suchen die sich natürlich Stellen, wo es am wenigsten wehtut. Und das bedeutet halt dann auch mal, dass ein Schnellerer oder einer, der überrunden möchte, mal 2-3 Kurven hinterherfahren muss. Die Geduld sollte man sich aber auf jeden Fall nehmen, weil die Überholmöglichkeiten sind hier wirklich nicht so gut nicht so zahlreich gesät, das muss man schon sagen. Ja. So. Aber wie gesagt, Sandfort dafür eine Strecke mit Charakter und ich denke mal auch sehr interessant und sehr selektiv zu fahren. Definitiv. Definitiv. Also was wir hier bisher erlebt haben, das ist... So, machen wir mal ein bisschen Reihenfolge. Also wir haben ja nun vorne die schon ausreichend jetzt Karnitz, also Allstar vor Notox und Online Motorsport, Torrent Motorsports auf der 4, auf der 5 haben wir das Team von GP. Auf der 6 nach wie vor immer schön konstant X-Factor Racing. Auf der 7 haben wir hier das leicht emulierte Auto von den LSF. Nee, das ist RSA. Da ist irgendwas hier durcheinander geraten. Regie, bringt das mal bitte in Ordnung. Auf der 8 haben wir, das ist auch kein Witchwood. Ach, das ist durch die Ausfälle passiert. Das kann dieses Ding hier nicht. Mhm. Das ist LSF 1, das Team, die hier auf der 8 fahren mit dem Andreas Borde. Auf der 9 das Team von Ostsee Racing. Auf der 10 haben wir das Team GTR4U1, jetzt stimmt unsere Anzeige wieder. Auf der 11 haben wir das Team der PVG Langstreckenserie hier eben in einem von zwei F430, wobei der erste F430 leider gar nicht erst das Rennen begonnen hat. Team GTR4U2 auf der Position 12 und die Independence Sim Racer, die sind eigentlich noch ganz ziemlich weit hinten. Der Dominik Hesse fährt auf 16, aber rundet sich jetzt hier gerade zurück. Auf der 13 Vortex mit Thomas Batzke jetzt am Steuer und hier den Quadriga Corso ohne Motorhaube und so wie es aussieht, fehlt da auch vorne rechts der Kotflügel. Habe ich das eben richtig gesehen? Wie kam das zustande? Nee, das habe ich leider nicht mitbekommen. Also, dann haben wir hier den Martin van Ooyen auf der 14, auf der 15 den Gulf Lambo, also wir haben zwei Gulfs hier, ne? Nicht, dass du denkst, hier nur Sebring hat jede Menge Gulfs, auch wir sind da gut bestückt mit. Der Detlef Borchers hier unterwegs. Dann haben wir den Dominik Hesse eben erwähnt für die Independent Sim Racer. Auf der 18 Braxman, auf der 19 das Team von VA Racing 2, das zweite Team und das erste Team auf der 19, momentan mit Udo Wagner, der hat übernommen von Noah Nevi. Und hier hinten auf der 20 fährt jetzt noch das Team von Sachschwitzer Racing. Und dann haben wir noch den Kevin Maas, der hier schon ein bisschen vor sich hinqualmt. Der sollte mal sehen, dass er hier mit seinen Stop beendet, weil sonst ist hier Feierabend mit Motor. Also wenn das jetzt noch nicht Leistung gekostet hat, beziehungsweise Haltbarkeit, dann fährt er auch ein bisschen arg früh raus. Aber gut, da hat er wahrscheinlich geguckt, dass da keiner kommt. So. Gut, also wirkliche Zweikämpfe momentan nicht. Jetzt, am ehesten haben wir jetzt noch den Rickard Helsen. Der ist nämlich jetzt, naja, Schlagdistanz ist es noch nicht ganz, aber er ist so, doch, jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran an Online Motorsport, an Rainer Ebner. Tja, das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher mit dem ganzen virtuellen Blei da drin, in dem Richtig. Jaguar. Richtig. Aber Ebner hier auch jetzt ein bisschen neben der Strecke und jetzt wollen wir mal schauen, was geht. Oh, ja, und das ist das halt. Das ist das halt. Jetzt verliert er natürlich wieder die Zehntel hier bei seiner Grasfahrt. Ja, wir sind ja in Holland. Da gibt's ja Gras. Genau. Die, um jetzt hier vor der ersten Kurve eventuell einen Angriff setzen zu können, das hat er sich jetzt vertan. Wollen wir hoffen, dass es da keine Verstellungen dann am Setup gegeben hatte, dass er
dass er da noch zusätzliche Sekunden jetzt über das Rennen verliert? Na, das glaube ich nicht. Also da nur übers Grün fahren, ohne einschlagen, da passiert nichts. Na, er hat die Leitplanke schon touchiert, also das war zu sehen. Meinst du? Ja. Das habe ich so nicht gesehen. Aber so wie er fährt, kann man nicht den Eindruck gewinnen, dass er da Probleme bekommen hätte. Ja, er lenkt hier auch ziemlich sauber ein. Also da ist zumindest von der Aufhängung her alles in Ordnung. Mhm. Geht sogar eine engere Linie als Ebner. Und ist wieder dran. Ja, die Gefahr ist natürlich gerade auf solchen Strecken, wo es halt so an Überholmöglichkeiten mangelt, extrem hoch, dass man das Auto überfährt, dass man einfach 1% mehr gibt, als möglich ist. Und dann passieren halt diese Sachen, wie vorhin mit Thomas Wackerbauer gesehen, mit dem Dreher, der aber auch schon wieder ran ist an diese Gruppe. Also wir haben sie wieder beieinander. Na, das wäre doch schön, wenn sich daraus jetzt ein Dreikampf entwickelt. Insofern wahrscheinlich doch keine so schlechte Wahl, diese Strecke hier zu nehmen. Sie ist schwierig, klar, das auf jeden Fall. Hat vielleicht jetzt auch nicht so ganz das pittoreske Landschaftsumfeld. Ich weiß nicht, wie das aus der Fahrerperspektive aussieht. Da sollten wir vielleicht gleich mal reingucken. Ich meine, da wäre noch in Bezug auf deren richtigen Dünenkurs noch einiges zu modellieren. Das aber ganz sicher, aber das darfst du ja immer nicht vergessen, wer das hier macht. Das sind ja keine professionellen Strecken. Und die Jungs haben oft mal nur Bilder oder Videos, nachdem sie die Strecken bauen. Also von daher ist das, ich glaube, so eine Umsetzung mit solchen Unebenheiten, die sind sicherlich ein bisschen willkürlich eingebaut, aber oder von Laserscan weit, weit entfernt. Ja, aber so schlimm denke ich mal nicht, weil wenn du mal ein Rennen gesehen hast von der DTM in Sandford, wo es so auf diesen Bereich hier von der Slotemarker Bucht oder Vodafone Bucht her hingeht, also wenn man da diesen Highspeed-Bereich hat, wo die Autos so am Hüpfen sind, da sieht auch ein DTM-Auto sehr unruhig aus und das schlägt Funken und das wackelt und hupf. Nee, das war nur ein Leck, genau. Ja. Die haben da auch schon in den realen Autos liebe Mühe, auf der Straße zu bleiben. Also die Strecke, die ist nicht ganz ohne, was das anbelangt. Ja. Und sie ist halt auch ein bisschen wild geformt. Das sieht man zum Teil an, wie die Kurven hängen und so weiter. Oh, Wackerbauer auch wieder ein bisschen raus hier in der Zielkurve. Aber ich kann dir ja auch noch ein Kompliment machen, mein Lieber. Ich habe, ist ja nicht so, weißt du, da hat man jahrelang nichts mit Spa zu tun, außer jetzt in der GT1 Langstreckenserie. Und dann hat man gleich mal 4 Rennen hintereinander, auch in Spa, zu moderieren. Und ich konnte natürlich protzen mit dem Wissen, was ich durch dich mir angeeignet habe, oder was ich gelernt habe von dir. Das war natürlich großartig. Das war sehr großartig. Also mittlerweile habe ich auch alle Kurven drin drauf, so, ne? Alle Kurvennamen habe ich jetzt so im Kopf. Also muss ich nie mehr nachgucken. Also ich bin ganz stolz auf mich. Ja. Ja, das ist, ich muss mich da auch immer neu informieren. Also hier die Kurven aus in Sandford, die hatte ich auch alle nicht drauf. Von daher musste ich da auch erstmal einen Wikipedia-Ausdruck machen. Oh, jetzt steht aber unser Bild hier. Meins auch, ja? Ja. Okay, jetzt geht's aber wieder. Ja, ja, das hat damit zu tun, du hast immer mal ein paar, bist immer mal ein bisschen, das merke ich dann auch, wenn du sprichst, dann zittert auch deine Stimme und dann zittert auch das Bild hier. Mhm. Hat irgendwie ein bisschen was mit deiner Internetverbindung zu tun. Ah ja, okay. Vielleicht wäre es das Beste, wenn ich das Ganze einfach mal alles runterfahre oder zumindest mal den ALMS-Lifetiming ausmache. Naja, ich sag mal, solange es geht. Ich meine, jetzt ist ja noch nichts Dramatisches passiert. Also wenn es dann wirklich anfängt zu stottern, wir kennen ja noch ganz andere Soundfiles von dir, ne? Also, ja. Hast ja schon, also von daher ist das schon ziemlich gut und ich war auch sehr beeindruckt. Wie Soundqualität über Skype heute also hier ist. Also man sollte tatsächlich
bei solchen Übertragungen echt wieder auf Skype zurückgreifen, weil es ist doch noch einfach ein Ticken besser als TeamSpeak, vor allem deutlicher, klarer, mehr Höhen und in der Stimme, was gerade bei mir mit meiner Brummbär-Stimme eigentlich immer eine ganz ganz hilfreich ist, weil ich bin doch dann immer schwer am Übersteuern und So. Ja, der Thomas Wackerbauer ist aber auch schon ganz schön am Kämpfen und am Schlingern da. Auf alle Fälle ist er irgendwie vorbeigekommen an Rickard Helsten, was wir irgendwie ignoriert haben, oder wir waren gerade auf einem anderen Auto. Ja, genau. Ja. So. Der Führende läuft jetzt gerade auf den Jan Tietz auf, auf den 21 Platz hier, auf Platz 21 fahrenden. Wo haben wir noch was? 17, 16, 12, 13, die sind alle noch weit genug auseinander. 3, 4, 5, das ist mit Abstand momentan die spannendste Konstellation. Von daher bleiben wir da mal die Weile. 12 und 11 ist auch nicht weit auseinander, aber nutzt alles nichts. Auch die 13 ist da noch ziemlich, aber das ist schon auch ein bisschen, die sind alle so 2 Sekunden auseinander, bringt nichts. Da werden wir mal ein bisschen abwarten müssen, wahrscheinlich bis die anderen Piloten, die jeweils zweiten Piloten in das Cockpit gewechselt sind. Gegen Mitte des Rennens erwarten wir ja so, du hattest gesagt, 35 Runden ungefähr, so ein Stint. Ja, ja, ja. Ja, da müsste also so nach 70 Runden, spätestens, ja. Ja, 15 Runden noch, dann kommen wir da in den Bereich. Genau. Werden die meisten dann also ihre Fahrerwechsel. Dann wird also nur ein Fahrerwechsel geschehen. Und dann ist mit einigen Aufholjagden zu rechnen. Und da haben wir dann wieder mehr Möglichkeiten. Definitiv. Ist bei den also ADAC GT Masters Rennen, fällt mir das auch immer wieder auf. Also dass dieser Fahrerwechsel, der gemacht wird, der ist wirklich ein belebendes Element. Weil du halt dann verschieden starke Fahrer auf den Autos hast. Und dann im Grunde genommen in der zweiten Rennhälfte erst die ganzen Überhol- und Überrundungsmanöver für reichlich Action sorgen. Ja, schauen wir mal, was da geht. Also ich bin sehr überzeugt, dass wir hier zumindest zum Schluss hin... Kommt jetzt mal ein Überrunderter rein. Genau, und das ist ja dann auch immer nochmal das Salz in der Suppe. Mhm. Aber der macht hier gut Platz, das ist der Detlef Borchers. Aber Wackerbauer vorbei. Wackerbauer ist vorbei, tatsächlich an Rainer Ebner. Hat sich den Überrundeten gut zunutze gemacht. So, jetzt schiebt sich das Paket aber noch weiter zusammen. Genau, hier. So, und jetzt hat natürlich Rainer Ebner hier zu tun mit Rickard Helsten. Da fährt er eben auch schon mal so ein bisschen übers Hinterrad. Ist ja fast wie in der Formel 1 hier. Oder beim Open-Wheeler, sagen wir mal so. So, und Ebner geht jetzt in die Box. Ach, das war auch so ein bisschen der Grund, warum er zugemacht hat. Der soll da hinten Ruhe geben, weil ich will ja eh in die Box. So, jetzt könnte sein, dass bei Online Motorsport der Hans-Peter Maid übernimmt. Also zumindest habe ich heute alle drei Fahrer von Online Motorsport gesehen hier in der Boxengasse in Rüstung, in Rennrüstung. Oh. So. Da werde ich auch nie vergessen. Ich habe ja letztes Jahr Ende Oktober in Dänemark da dieses 24-Stunden-LAN-Event übertragen. Und da war ja auch der Niki Thiem mit dabei. Und die haben dann da, ich weiß jetzt nicht, ob es der Niki war. Also ich möchte es beinahe behaupten, weil ein anderer in dieser Größe oder mit dieser Körpergröße war da eigentlich, waren da nicht allzu viele. Der saß in seinem Simulator, die hatten natürlich tierisches Equipment da, die Leute, das hatte schon echt was vom realen Rennsport, richtig mit Teamständen, wo dann die ganzen Kontrollmonitore aufgebaut und bis zu 8 Monitore hatten die da, wo die irgendwelche Telemetriewerte an die Fahrer mitgeteilt haben. Du gibst zu viel Gas da, du brauchst da zu viel Sprit, deine Reifen und dieses und jenes und so ging das dann nur. Und der Niki saß dort tatsächlich, also nein, nicht der Niki, ich vermute, es war der Niki, in kompletter Montur, mit Rennanzug, mit Rennschuhen, Handschuhen, mit Helm und orangefarbener Sonnenbrille und hatte teilweise sogar das Visier zu. Also es war sensationell, ehrlich. Ja,
Ja, spätestens den Nicky Team, auf den hätten wir heute auch verzichten müssen, wenn er wirklich am Start gewesen wäre, weil der ist nämlich auch in Sebring am Start. Ja. Fährt dort auf einem der Porsche der GTC-Klasse. Ich muss mal gerade gucken, ob der vielleicht sogar gerade... Ja, er fährt gerade. Ah ja. Ist auf Platz 40 unterwegs. Also hat im Grunde genommen schon mal 25 Teams hinter sich gelassen. Ist gar nicht so schlecht unterwegs. Auf dem vierten Rang der GTC-Klasse. Na, geht noch was in Richtung Podium. Ja. So, also. Hennel an der Box gewesen. Momentan führt Karnitz noch vor Wackerbauer. Und jetzt gucken wir mal, Hennel ist wieder auf der Strecke auf Platz 5. Das ist hier eine Überrundung der Ford GT. Der sollte jetzt vielleicht mit ihm auch nicht so fighten, aber der will natürlich auch keine Zeit verlieren. Und das war ja vorhin der große Vorteil von Notox, dass sie etwas eher drin waren als... wen habe ich denn da jetzt gerade im Gras gesehen? Das sah mir sehr nach einer Corvette aus. Oh ja, irgendwas von Runge. Sven Runge auf 13. Nee, das ist... Ja, jetzt kann jetzt auch drin. Jetzt ist er... Nee, jetzt ist er auf 14 hier. Nee, ich meine, das habe ich was anderes. Ist ja auch egal. Wir gucken mal. Karnitz an der Box. Und jetzt gehen wir mal auf die 5 zu Ronny Hennel. Weil das wird natürlich jetzt spannend. Ob Ronny Hennel das wieder nutzen konnte, ob er wieder weniger Zeit gebraucht hat beim Boxenstopp. Also, Moment mal, wer fährt denn da jetzt überhaupt? Sebastian Röhn fährt, genau. Hm. Okay, das ist jetzt der Fall. Dass jetzt, dass nach der Hälfte des Rennens die zweiten Piloten, zumindest bei den Teams, die mit zwei Piloten am Start sind, meistens dann auch mit in das Fahrzeug wechseln. Ja. So, Karnitz wird jetzt hier gerade durchgereicht. Ist der schon wieder auf der Strecke? Nee, der fährt jetzt raus. Karnitz fährt jetzt raus. Helsten ist auch in die Box gekommen, so wie es aussieht. Und Micha Reiter übernimmt. Also hier passt alles. Wird hier noch überholt von... Brakesman muss aber dann wohl gleich da vorbeigehen, weil Brakesman kriegt natürlich jetzt hier die blaue Flagge gezeigt. Und hat Achim Krause im Gepäck, der momentan auf 3 fährt, aber halt noch nicht gestoppt hat. So, ich muss hier das Ding wieder schließen. Jetzt weiß ich auch, warum das immer nicht funktioniert. Warum ich hier die Fahrer, der kriegt nicht mit, wenn ein Fahrerwechsel stattgefunden hat. Dann muss ich mich neu connecten. Connect. Ja, vielleicht hätte ich da noch mal ein bisschen mit warten sollen. So, genau. Jetzt habe ich erstmal wieder die aktuellen Namen. So, Petter Kasar ist auch im Auto von Torrent Motorsports. Also das wird jetzt eine heiße Kiste. Und wenn wir das jetzt hier, uns hier alles so anschauen, Platz 17.035... Oh, Kasar hat viel Zeit verloren, wenn dieser Abstand hier stimmt. Nee, der kann nicht stimmen. Also, das kann ich hinhauen. Wir gehen mal jetzt auf die Position 5. Auch wenn das jetzt hier da gerade ein bisschen spannend ist. Aber ich denke mal, X-Factor kommt auch gleich in die Box. Mhm. Spannend wird jetzt sein, was mit Wackerbauer passiert. Der war ja relativ dicht dran an den 5. und 4. Platzierten. Also, sprich... an Online Motorsport und an X. Nee, Quatsch. Notox war das nicht. Wer war denn der zweite? Torrent Motorsport. Und dann werden wir mal gucken, wenn der jetzt deutlich länger draußen bleiben kann. Und der fährt momentan 1:38,8. Das ist so ziemlich das Schnellste, was momentan gefahren wird. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es ihn vielleicht vor die beiden Teams spült, wenn er aus der Box kommt. So, dann gehen wir mal gucken, was der Herr Wackerbauer treibt. Der fährt erstmal noch. 35 Runden, das ist, wäre 70. Der müsste jetzt reinkommen. Scheinbar hat er auch mit den Reifen gut gehaushaltet, sodass er hier noch diese Zeiten gehen kann. Wobei man das fast nicht glauben mag, wenn man seine Quersteher gesehen hat. Naja, das ist die Frage, wie die Reifen da an der Stelle hergerichtet sind innerhalb des Mods. Und wir haben heute hier im Team von GP Racing einen neuen Fahrer, nämlich den Niklas Rinschede.
Und der war vorhin auch nicht so schlecht unterwegs im Training. Ich habe dem so ein bisschen zugeguckt. Also der könnte eine gute Ergänzung für Wackerbauer sein. Und mal schauen. Wackerbauer, nee, kommt rein. So, und jetzt gehen wir mal auf die Position 3. Nee, da müssen wir noch nicht hin. X-Faktor ist erstmal weg. Nee, die sind noch gar nicht weg. Oha! Die haben sich hier mit den Independent Sim Racer auseinander dividiert. Wie ist das passiert? Gucken wir mal. Das sieht aber seltsam aus. Das sieht ganz seltsam aus. Oh, ja. Er kommt hier. Ja, wir sehen's. Der Independence Ferrari hier verunfallt. Jetzt muss er hier warten, da überholt ihn seine Motorhaube. Nee. So, und dann hat er hier einen massiven Schaden. Und da kommt. Der will ihm helfen. Und schiebt ihn aber mehr oder weniger ins Aus. Weil er jetzt schuld war, dass Krause da verunfallt ist. Ach, Herr Jemine. So, gehen wir mal live. Ja, da ist, glaube ich, Schluss. Ja. Da ist Schluss für den. Ja, der ist aus. Okay. So, nichtsdestotrotz. Weiter führt wieder. Vor Rhön, vor Notox. Ja, Krause wird mir jetzt auch als Did Not Finish angezeigt. Ja. So, und Pedakasar auf der 3. So, jetzt ist natürlich die Frage, Rennschäder auf 4. Okay, also hat zumindest einen Platz gebracht, nämlich den vor Online Motorsport. Aber ich glaube, da waren sie schon vorbei, vor dem Boxenstopp. Aber jetzt die Gewinner, diesmal definitiv Torrent Motorsports. Und wir haben jetzt hier den Fight zwischen Online Motorsport. Da fährt jetzt der Hans-Peter Maid mit dem Niklas Rinschede. Quatsch, mit dem Immanuel Niklas. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Niklas hier. Dass wir hier mit dem 6. Dezember nicht durcheinander kommen. Ja. So, und Hans-Peter Maid habe ich im Training beobachtet, dass er sehr, sehr intensiv trainiert hat und hier auch Runden zu, also wenn das ein Long Run war, auch niedrige 39er Zeiten gehen konnte, und das sieht hier auch ganz danach aus, als ob er hier angreifen will. Das sah ja fast, also wenn das jetzt kein Fahrfehler war, dann würde ich sagen, der hat ihn vorbeigelassen. Weil ich meine, das war ein Positionskampf, das war keine Überrundung. Also somit Online-Motorsport wieder auf Platz 5 und mit ungefähr 15 Sekunden Abstand, ja, ziemlich genau 15,2, 15,1 auf die Position 4 auf das Team von Niklas Rinschede, also für GP Racing. Ja, das ist doch mal eine coole Nummer, so also macht mir das Spaß. Also, nein, der stand nicht quer, das war nur ein Leck beim Umschalten, das passiert immer mal. So, und ich sehe gerade, wir haben hier, was zeigt unser Live-Timing da oben an? 43, 44 Fahrer. Also zu unserer Erklärung, nehmt euch vorne, wenn das durchgelaufen ist, die vorderen. Es ist einfach so, dass hier, entsteht's hier wieder? Ups. Das ist einfach deswegen der Fall, weil dieses Plugin nicht mitbekommt, wenn die Fahrer wechseln. Ich versuche da mal gerade eben was. Schauen, ob das jetzt wieder stimmt. Ganz hinten, glaube ich, da könnte sich noch ein Fight anbahnen zwischen dem Ulrich Nolting und dem Udo Wagner. Genau, da gehen wir mal Platz dahin. Platz 19. Genau, da gehen wir mal hin. Das ist jetzt schon gerade, naja, das ist... Ach, okay. Ja. Weil die beiden auch in der Box waren. Genau.
So, der Udo Wagner ist da jetzt vorbei. Das ist das Team von VE Racing. So, hier ist natürlich auch die Hölle los. Nolting jetzt hier auf der 18 hier im harten Überrundungskampf, sagen wir mal so. Weil der steht nun jetzt von den mit einer Runde Rückstand an, zur Überrundung an und den Führenden an. So, Independent Sim Racer, der Dominik Hesse kommt in die Box. Jo, und bremst auch auf den Punkt. Das sieht gut aus. Olaf Ness für Sackschwitze. Ich würde sagen, da fehlt auch schon das Heck und auch vorne ist schon ein bisschen nicht mehr alles Porsche-like. So, das sind lediglich Kampfspuren. Ja, genau, genau. Peanuts. Jo. So, was mich sehr freut, ist jetzt hier der Hassan Bourguis spricht er sich, hat er mir extra mal gesagt, also einfach so, wie man es liest. Es ist nicht wirklich französisch. Mhm. So, Ralf Deininger. Sieht das so langsam aus, oder? Ja, der hat ein Problem. Mhm. Das Auto hängt auch irgendwie ein bisschen schief. Hinten nach links, ja, der hat einen Platten. Ah. Der hat einen Platten. Ich habe übrigens am letzten Dienstag haben wir ein Gemeinschaftsevent mit dem Porsche GT3 Cup gefahren, mit Virtual Racing zusammen. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie ein abgefallenes Teil eines Fahrzeugs zu einem Reifenschaden des anderen geführt hat. Also das gibt es tatsächlich in R-Faktor, wenn denn mal die Modder gut sind. So, jetzt ist hier irgendwas abgestürzt, möchte ich behaupten. Weil jetzt komme ich nämlich definitiv nicht mehr rein. Gut, aber der Stream läuft wenigstens noch und auch das Rennen läuft weiter. Ja. Ich muss hier mal eben... Du bist aber auch noch connected. Hast du ein Bild? Ich habe ein Bild. Okay. Ich sehe den Ferrari, der jetzt hier langsam um den Kurs rollt. Auf welchem Platz waren die unterwegs? Ralf Deininger ist das? Ja, genau. Die waren irgendwas um Platz 12, 13. Das wird sich aber jetzt hier definitiv erledigt haben. Ist schon auf 15 abgefallen. Ja. Und der Boxenstopp wird auch mindestens anderthalb Minuten dauern hier. Mhm. Der hat ja auch noch ein paar Meter jetzt bis dahin. Oh, jetzt sieht er eine richtig schöne Schleifspur hinter sich her. Ja. Also das ist definitiv ein Reifenschaden, man sieht das auch, also der fährt ja nur wirklich auf der Felge hier. Versucht hier auch so weitestgehend Platz zu machen, fährt jetzt sogar ins Grün, so und jetzt kann er endlich abbiegen in die Boxengasse. Aber wieder Pech für Vortex. Ja, sehr schade. Mhm. So. Jetzt müssen wir hier mal was probieren. Genau, jetzt haben wir hier nämlich, ist das aus? Ich hoffe, dass wir das jetzt hier wieder so hinbekommen, dass das Ganze wieder eingeblendet wird. Wir schauen mal jetzt hier, momentan ist eh nichts allzu Spannendes, also wirklich Positionskämpfe haben wir hier jetzt gerade nicht. Das Einzige ist, der Hassan Bourguis ist 1,1 Sekunden hinter Dirk Vogel, da gehen wir mal gleich hin. Also so lang war der Boxenstopp gar nicht, 51 Sekunden, also hat wahrscheinlich ein normaler Reifenwechsel gereicht. Gehen wir mal hin, Platz 13. Da fährt aber jetzt der Dirk Vogel. Genau. Ah, dahinter ist er auch. Da waren wir ja doch richtig, genau. Es geht um den Fight, ist der Kampf um Platz 13, mein Gott. Mhm. So. Das ist ja irgendwie das Schöne am Langstreckensport, dass man dann also wirklich auch die Zeit hat, sich eben auch mal um die Kämpfe weiter hinten zu kümmern.
je mehr Autos man dann natürlich dabei hat, umso besser wird das dann immer, aber ja, auch hier hat das so seinen Reiz. Richtig. So, und wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir zumindest jetzt auf den Positionen die richtigen Namen. Ja. Jetzt oben in der Laufschrift drin. Dann ist eine Laufschrift. Du meinst die Laufschrift, die oben auf im Stream zu sehen ist? Ja, genau. Alles klar. Das scheint, ja, wohl jetzt, warte mal, 13, Dirk Vogel, doch, das stimmt jetzt, 14. Ja, doch, also da sind wir jetzt so einigermaßen wieder da, wo es sein soll. Ja. Schöne Bilder hier von dem Ford GT. Der einzige im Feld, ja. Ja, ja, Ford, das schlägt sich auch hier ein bisschen nieder, dass der Ford wahrscheinlich jetzt vor seinem Rennen außen zu stehen scheint. Hat leider ein bisschen traurigen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Letztes Jahr, ursprünglich wurden die ganzen Ford GT ja von der Firma Martec Konzepts gemacht, beziehungsweise Martec Kompetition war für den Einsatz in der FIA GT-Weltmeisterschaft verantwortlich. Und ja, es ist so, dass der Teamchef letztes Jahr oder beziehungsweise der Chef dieser Unternehmung plötzlich verstorben ist. Man spricht vom Freitod, der dort erfolgt ist, weil die Firma mehr oder weniger vor dem Konkurs stand. Und das hat sich dann auch sehr schnell auf die Rennbereitschaft aller im Wettbewerb unterwegs sein, da Ford GT, GT3 und GT1 niedergeschlagen. Mitte des Jahres ist das dann von einer deutschen Firma, sind die Rechte gekauft worden an den Ford GT. Das ist Lambda Performance aus, ich meine, die kommen irgendwo aus Süddeutschland her, die jetzt zumindest vorhaben, selber im ADAC GT Masters dieses Jahr anzutreten und auch eine Langstreckenversion des Ford GT zu entwickeln. Ursprünglich sollte ja ein GT2 daraus werden, das nennt sich ja jetzt GTE-Klasse und an diesem GTE ist Lambda Performance wohl noch dran. Hauptsächlich mit dem Ziel, die ehemaligen GT1 Autos auf diese Konfiguration umzurüsten. Okay. Wir wissen nicht, ob es da je einen Einsatz in der Langstreckenmeisterschaft geben wird, also in der Le Mans Serie wäre das dann ja, weil in die FIA Weltmeisterschaft reinzukommen, das wird jetzt ein bisschen eng werden, weil das Feld da ja auch kontingentiert ist. Man wird Lambda aber auf jeden Fall als Firma auch mit Renneinsätzen im ADAC GT Masters sehen. Die haben sich wohl für die gesamte Saison dort eingeschrieben und da wird man dann immer Neuigkeiten kriegen. Ja. Tatsache ist ja, dass der Ford GT ja eigentlich schon ein eingestelltes Modell ist. Ich glaube, da sind damals nur 3000 Chassis oder sowas aufgelegt worden und erst nachdem die Nachfrage aus dem Rennsport kam, hat Martin Bartek, so hieß der Chef des Unternehmens, bei Ford erwirkt, dass nochmal 30 oder 40 Chassis nachgebaut wurden, die er dann halt zu Rennzwecken umbauen wollte. Aber das muss wohl irgendwie zum Schluss Ausmaße angenommen haben, sowohl mit der Konstruktion als auch mit dem Renneinsatz, die schlichtweg dann nicht mehr zu finanzieren waren. Und Bartek muss, wenn man das jetzt so interpretiert, sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Ja. Und nachdem es da kein Weiterkommen gab, hat er halt diese sehr radikale Maßnahme gewählt. Mhm. Und vielleicht hätte man da das ein oder andere Projekt von Ford doch eher streichen oder eher auf die lange Bank schieben sollen. Tatsache ist, dass da ist sehr viel zwar gemacht worden, aber ob es für die Ford jetzt noch eine große Zukunft geben wird, das steht noch in den Sternen. Ja, wir haben jetzt hier noch ein, also erstmal habe ich gesehen, dass der RSA Ferrari, also Ferrari ist ja doch cleverer, als ich geglaubt habe. Also die haben, ja, die sparen einfach mal Kosten. Kennt man ja auch so nicht von denen. Die haben einfach den Splitter da unten wieder rangebaut und den Rest haben sie, ja, ich sag mal, sich eingespart. Und das Auto hat jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Abtrieb als vorher vorne, also alles gut. Der ist wunderbar unterwegs, der Edgar Ostermann, mit diesem RSA Ferrari, mit dem 458 und ja, gut. Und jetzt sehen wir aber hier einen neuen Zweikampf und zwar zwischen Quadriga Corse und LSF Racer. Der LSF McLaren auch nicht mehr so
brandneu, also das Chassis ist, glaube ich, nicht mehr wieder ver- und jetzt geht er vorbei. Jetzt geht er vorbei und das war eher auch ein Vorbeiwinken, warum auch immer, weil auch hier geht es um eine Position und zwar gar nicht mal um eine schlechte, nämlich um die Position 7. Da fährt jetzt LSF mit dem Julian Siebenbiedel und der Martin van Ooyen hat jetzt da erstmal, ja, sieht man ja auch, verliert auch gleich ziemlich viel Zeit. So, wer mir sehr gut gefällt, sind hier die Jungs von Ostsee Racing auf Platz 9. Mhm. Hätte ich so nicht in die Top 10 getippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, coole Nummer. Auch wenn sie die letzten Rennen auch nicht viel schlechter waren, aber irgendwie sind die sehr, sehr unauffällig, die Jungs. Trotzdem, coole Sache. Finde ich gut. So, Gerd Oehlschlägel, Platz 10. Das ist, glaube ich, schon mal unter den Top 10 zu sein. Etwas versöhnlicher als die, ich will es nicht Schmach nennen, aber der 12. Platz in Spa. Die haben da ja noch richtig, die haben ja sogar noch eine Runde gestrichen bekommen am Schluss. Und die muss man wieder zuaddieren. Deswegen Platz 12 und nicht Platz 14. Das ist natürlich dann auch nicht so toll für die Motivation, aber heute wieder unter den Top 10 und mal gucken, ob es noch ein bisschen nach vorne geht mit den Herrschaften. Carsten Hoffmann geht Team GTR for U1, also da wird wohl jetzt mit dem Carsten vielleicht auch noch ein bisschen was nach vorne gehen. Das ist mit Sicherheit eine Platzierung, die er nicht so toll findet. Da kenne ich ihn schon ein bisschen. Und das zweite Team hier auch gut dahinter auf Platz 12. So, schauen wir mal wieder nach vorne und zwar zwischen Platz 3 und 4. Das könnte jetzt irgendwann... Oh, der Jens Potschke, ja? Fällt aus. Gut, den haben, ja, wir doch gerade. Ja, wird hier gerade als DNF angezeigt. Das wäre dann der dritte Ausfall, weil der Achim Krause und der Christoph Weber ja beide schon raus sind. Ich habe hier noch keinen DNF. Mhm. Aber ich sehe auch keinen Jens Potschke. Mhm. Doch, da ist er, auf Platz 11. Ja. Aber als DNF wird er mir noch nicht angezeigt. Kann natürlich jetzt auch sein, dass das jetzt nur ein... Nee, doch, der ist raus. Ja, da ist er. Okay. Ja. Der ist raus. Ja, sehr schade. Das würde heißen, dass beide GTR 4 U Corvettes jetzt hintereinander fahren? Ja, das haben die eben schon getan. Mhm. Das habe ich dann scheinbar gerade... So, Hans-Peter Maid, ja gut, dem fehlen 15 Sekunden auf den Niklas Rinnschede. Das ist aber auch schon von Beginn an so. Ja, thank you very much, David. Ich bekam gerade ein Lob für den guten Stream von David Dominguez. Das ist der momentane President der Formula SimRacing.net, einer sehr professionell geführten Formel 1 Serie, eigentlich die professionellste Liga im Bereich Open Wheeler, die momentan existiert und das schon seit, ich glaube, 12 oder 13 Jahren. Also da ist, und die dann in dieser Saison auch auf SimRace TV zu sehen sein werden. So, what we doing? Wir followingen hier diesem ganzen Geschehen. Mhm. Und momentan so ein bisschen jetzt die Luft raus, was die Zweikämpfe betrifft, aber wir haben gute Hoffnung, dass es sich zum Ende hin nach dem letzten Boxenstopps nochmal das wird nochmal sehr spannend, ob dann wieder mal so ein Michael Reiter den Tank nochmal vollknallt, auch wenn er bloß 15 Runden noch fahren muss. Mhm. Gib mir vielleicht eine Gelegenheit, noch mal kurz auf das Rennen hier generell einzugehen, die 500 Kilometer von Zandvoort oder was dahinter steckt. Sehr gut. Wenn das passt. Ja, weil ich muss mich danach auch mal noch ein bisschen um Sebring kümmern, also mich mal kurz hier ausklinken, weil ich hatte eigentlich nur bis 23 Uhr eingeplant und mir einen Ersatzmann besorgt. Müssen wir mal schauen, vielleicht komme ich dann kurz vor Rennende hier noch mal rein. Na klar.
Ja, die 500 Kilometer von Zandvoort. Ich hatte irgendwann vor Jahren mal von diesem Rennformat gehört und konnte mich ganz düster erinnern, da auch mal Newsmeldungen sogar über irgendwelche Rennen geschrieben zu haben. Als ich dann jetzt kurz nachrecherchiert habe auf racingsportscar.com, das ist ja die Ressource für Rennergebnisse der letzten 60, 70 Jahre im Sportwagenbereich im Internet. Da bin ich allerdings nur auf 3 oder 4 Rennen gestoßen, die dort dokumentiert sind. Es mag auch eine ganze Reihe mehr gegeben haben. Also die 3 Ergebnisse, die mir vorliegen, sind von 99, 2000 und 2001. Deswegen hatte ich das noch so in Erinnerung. Das war nämlich die Zeit, wo ich so ungefähr mit GT1 gestartet habe. Die 500 Kilometer von Zandvoort waren so mehr ein oder sind mehr ein nationaler Event. Wie gesagt, dieses Jahr werden sie im Rahmen der Winter-Endurance-Meisterschaft nochmal gefahren. War immer ein bunter Mix von Sportwagen und Tourenwagen, also vom Renault Clio quasi bis hin zum GT1 Marcos LM600 fuhr da eigentlich alles mit seinerzeit. Heute ist es mehr so das Feld dieser DNRT, also dieser niederländischen Endurance-Serie beziehungsweise der Dutch Supercar Challenge, wie man sie kennt, die dieses Rennen fahren würden. In der Wintermeisterschaft fährt also eine ganze Menge mit, diese holländischen Zeker Sports Cars. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger mal gesehen habt. Sehen so ein bisschen aus wie plattgewalzte Gruppe C-Rennwagen. ja, also es ist schon eine ziemliche Hütte. Ich glaube, das Ding wiegt 900 Kilo oder sowas, hat einen Subaru Boxermotor drin, der auf 250 PS aufgeblasen ist. Und bei dem Leistungsgewicht, denke ich mal, da geht schon einiges mit der Kiste. Man darf halt nur nirgendwo anschlagen mit dem Auto. Das ist dann so eine Erfahrung, die man dann besser nicht mehr macht. Dieses Rennen ist eigentlich mehr ein nationales Rennen, aber ich denke, der Kurs, der doch sehr selektiv ist und dieses Langstreckenformat zeigt schon, dass man da durchaus mehr mitmachen könnte. Also ich denke ja immer noch, dass diese 500 Kilometer oder 1000 Kilometer Rennen durchaus mal auch so für nationale Formate interessant sein dürften und nicht nur für die Le Mans-Serie. Die ja, ja gut, die fährt ja jetzt mittlerweile auch auf solchen Kursen, wenn man sich so Zolder oder Donington ansieht. Aber ob das der Serie so gut tut, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal schon drauf eingegangen, dass für das erste Rennen am HTTT gerade mal 20 Autos gemeldet sind. Laut letzter Nennliste. Wir hoffen, dass sich da noch was tut, aber die Hoffnung schwindet eigentlich mit jedem Tag. Ist also schon ein ganz anderes Format wie das, was jetzt gerade in Sebring läuft mit über 60 Autos oder mit der Blancpain-Serie mit über 50 Autos. Ich denke mal, die Le Mans-Serie wäre froh, wenn sie dieses Jahr nur die Hälfte dieser Zahlen hätte. Schade eigentlich, weil da meiner Meinung nach eine recht gute Serie, die einen ziemlichen Namen hat, ein bisschen runtergewirtschaftet worden ist, aber da muss sich der Veranstalter, der das macht, das ist also Peter Auto im Auftrag vom ACO, die müssen sich da vorhalten lassen, dass man über Jahre hinweg irgendwelche Fehler gemacht hat, also kein richtiges Marketing betrieben hat, keine richtigen Kunden oder Werbekunden gefunden hat, die auch mal als Seriensponsor eingreifen könnten, wie das zum Beispiel die ALMS macht, dass man immer nur sehr organisatorisch sich auf die französische Ecke versteift hat. Und das ist gerade jetzt, das fällt denen gerade jetzt auf die Füße, wo die deutschen und englischen Teams da also zu Haufreis ausnehmen. Weil wenn parallel die 24 Stunden am Nürburgring laufen, dann will man nicht unbedingt in Zolder so ein Billig-Event fahren. Ne? Zudem die Strecke auch nicht gerade Le Mans-Auto tauglich ist mit den ganzen Betonmauern drumherum. Ja. Aber das, wir wollen hoffen, dass sich das nicht bewahrheitet, die Befürchtungen. Ja, also wie gesagt, die 500 Kilometer in Zandvoort, einer 1948 konstruierten Strecke. Eine hochinteressante Sache.
Die Strecke selber, ja, ich glaube, da haben wir schon einiges zu gesagt, war lange Zeit eigentlich nur über eine Kurzanbindung für den Rennsport tauglich. Die Kurzanbindung, wenn wir jetzt hier diese Kurve mal weggehen, durchgehen, würde jetzt hier auf dem rechten Teil, ja, da sieht man, wie die Strecke da abzweigt. Man sieht allerdings nicht den zweiten Bogen, hier kommt er gerade dazu. Die wurde über Jahrzehnte hinweg benutzt als eigentliche Strecke. Also es waren eigentlich nur Club-Events und kleinere Tourenwagen-Events, die darauf stattgefunden haben. Für die Briten natürlich genau das Richtige, weil einmal über den Kanal rüber und dann bist du schon in Europa und fährst da ein Rennen. Aber so auf die Dauer war es nichts. Und hier diese... Ich denke mal, dass da ein richtig schöner Streckenteil jetzt mit richtig schönem Charakter jetzt gelungen ist, der da auch die DTM wieder reingeholt hat. Die FIA GT3 Europameisterschaft will dort zusammen mit der FIA GT1 Weltmeisterschaft oder GT3 Weltmeisterschaft dort starten dieses Jahr. Also ich denke mal, Sandford wird so seinen Platz im Kalender finden und mit ein paar kleinen Retuschen an der Strecke lässt sich da mit Sicherheit noch ein schöner Kurs draus machen, der eigentlich ohnehin schon ist. Ja, ja, ja. Also man kann ja dann auch wieder so ein... Oh nein! Nein, 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 nein! Ralf, ist es da Ralf? Ja, Ralf Deininger hat sich hier so, zurückgerundet. Jetzt aber bloß und jetzt, nicht. Ja. Ja, okay. Der ist erfahren genug. Also der Ralf ist ein ganz alter, also ganz lange in der Simracing-Szene. Der würde jetzt hier keinen Blödsinn machen. Das war das einzig Richtige, was er tun konnte. Das probiert er nochmal, ob überhaupt noch alles funktioniert. Jedes nach vorne und nach hinten zucken hätte hier wahrscheinlich unweigerlich zum Unfall geführt. Die anderen Fahrer bekommen ja eine gelbe Flagge. Das heißt, auch wenn sie in die Kurve einbiegen, sehen sie, dass da irgendwas kommen muss. Und wer dann da noch volles Programm reinfeuert, der ist auch ein Stück weit selbst schuld. Mhm. Gut, jetzt ist er natürlich noch weiter hinter den Nissan zurückgefallen, aber ich denke mal... Er hat sich ja zurückgerundet. Also er war ja schon eine Runde zurück. Also er muss jetzt im Prinzip wieder von vorne beginnen, um da wieder zurückzukommen. Also er fährt auf 16, der Nissan ist auch, glaube ich, auf 13. Genau, das ist der Dirk Vogel. Gut, er ist 15, Entschuldigung. Ja. Und dann müssen wir mal einfach schauen, was da jetzt ist, obwohl ich das jetzt bei dem Dirk Vogel nicht so ganz verstehe. Der wird mir hier mit 73 Runden angezeigt, während die vor und hinter ihm fahrenden 74 Runden haben. Das ist ja irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Aber gut, vielleicht ist da jetzt irgendwas durcheinander gekommen. Also Sandford, auch mal eine vernünftige Information. Man hat ja Sandford so im Simracing immer nur mal als nettes Zwischendurch-Event gesehen, um mal irgendwie gerade mit solchen Autos hier ein paar nette Runden zu drehen. Und ich erinnere mich halt so an unsere, was wir hier schon so alles hatten. Und ich denke mit ganz viel Glücksgefühl zurück letztes Jahr an den Norrisring, wo alle geschrieben haben, um Himmels Willen, da hatten wir ja irgendwie 35 Autos auf dem Norrisring und alle ganz, oh nein, und es wurde das geilste Rennen, also für mich, aus meiner Erinnerung raus, war es das tollste Rennen, was wir je in der GT1 Langstreckenserie hatten. Es war sowas von eng und es hat so viel Spaß gemacht, dort zu fahren und zu kommentieren, also es war grandios und gut, hier haben wir jetzt das ganze Gegenteil, nämlich gar keine Überholmöglichkeiten. Und trotzdem ist es irgendwie nett. Und ich kann mich auch noch im ersten Jahr an Mugello erinnern, wo ich auch total begeistert war. Also Mugello war auch ein Riesenbringer. Und diese Geschichte vom letzten Mal, was du da erzählt hast, wir sollten mal über Ausschussleben nachdenken, das sollten wir ganz schnell wieder streichen. Also das geht gar nicht. Ja, warten wir mal ab, vielleicht wird das genau dasselbe werden. Wir sind im Rahmen des GSNF Cup, das ist eine Porsche-Serie mit dem 997, mit dem aktuellen, die bei mir in einer Liga gefahren wird, sind wir Ausschussleben gefahren. Also es hat alles andere als Spaß gemacht. Es war zwar insgesamt ein gutes Rennen, aber da es auch dort so gut wie keine Überholmöglichkeiten gibt, war es wirklich das Qualifying wichtig und alles andere waren im Prinzip Fahrfehler. Also so wirklich Fights auf der Strecke hat man da nicht gehabt und ja, das ist halt, also ich glaube, hier arrangiert man sich dann, fügt man sich in sein Schicksal und fährt halt da, wo man ist.
Und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dass der andere einen Fehler macht, dann geht man da halt vorbei. Aber so wirklich Zweikämpfe, wie man das vorhin zum Beispiel einmal, habe ich das jetzt hier wirklich gesehen, als All-Star Racing vorbei ist an Notox. Aber mehr war da auch nicht. Übrigens fahren die immer noch im Abstand von 2 Sekunden hintereinander her. Und wir müssen unbedingt nachher den Stefan Karnitz fragen, so die denn ins Interview kommen. Ja, das heißt auf ihrer Position 1 dann, was da beim ersten Boxenstopp schiefgegangen ist, dass Notox da vorbeigegangen ist. Weil die hatten mit Sicherheit 6-7 Sekunden Rückstand und waren dann 4 oder 5 Sekunden vorne. Also das waren gut mindestens 10 Sekunden, die sie da irgendwie gut gemacht haben. Und das kann nicht nur über die Strategie oder über weniger Tanken oder sonst dergleichen Dinge passiert sein. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Und ja, das müssen wir unbedingt erfragen. So, der Sebastian Röhn holt, wie ich das so sehe, auch so ein bisschen auf den Michael Reiter auf. Also das könnte durchaus sein, dass das Rennen gegen Ende da noch ein bisschen heißer wird. Definitiv. Also wir haben hier das Führungsduo. Das ist All-Star Racing und Notox. Die beiden trennen ziemlich genau 10 Kilo und momentan 1,3 Sekunden. Und er holt richtig auf hier, wenn wir uns die letzten Rundenzeiten angucken. 4 Zehntel in der letzten Runde, gut gemacht. Und witzigerweise, im ersten, der erste Sektor, den fahren sie bis auf eine Zehntel absolut, auf eine Hundertstel absolut genau. Mhm. Allerdings im zweiten Sektor ist Notox deutlich besser unterwegs. Okay. Lutz, ich würde mich dann trotzdem jetzt an der Stelle mal ausklinken, weil Sebring ruft und da hat sich jetzt so einiges getan, wie ich gesehen habe. Da gab es mal wieder zwischendurch eine Gelbphase, aber das ist ja da nichts Neues bei 60 oder läuft zurzeit sogar immer noch. Da muss ich mal kurz recherchieren, warum das der Fall ist und warum da einer von den Audis ausgefallen ist. Schau mal zu, wenn ich das jetzt so richtig berechne. Wir sind jetzt in der 80. Runde. Das sind noch 36 Runden, die zu fahren sind. 72 Minuten. Sind wir so spät gestartet in das Rennen? Naja, Viertel nach 8, ja. Viertel nach 8, ja. Nach 8, nach 9, nach 10, nach 11. Weil wir jetzt schon Viertel nach 11 haben. Also eigentlich müssten wir da schon längst durch sein. Oder ich habe irgendwie einen ganz, ganz grausigen Rechenfehler irgendwie. Wahrscheinlich wird Letzteres der Fall sein. Dann würde ich wahrscheinlich in der Dreiviertelstunde nochmal reingucken. Ja, na klar. Ja? Na klar. Machen wir das so. Jo. Alles klar, dann klinke ich mich mal aus. Ich muss dazu wie ist das? Skype muten, ja? Ja, entweder muten oder du kannst natürlich, wenn du jetzt länger wegbleibst, kannst du es natürlich auch ausmachen und dann gehen wir über Teamspeak. Schreibst mich, ja, oder kommst in Teamspeak, genau. Ja, wenn du das dann über Teamspeak jetzt organisieren kannst, dann ist das für mich ganz einfach. Du gehst einfach rein. Ich bin schon drin, also wir können dann in Teamspeak weiter moderieren, wenn du wieder kommst. Ich bleib so lange hier. Und wenn du jetzt auflegst, bin ich auch raus. Also ich mache jetzt in Teamspeak weiter. Leg du auf, ich gehe in Teamspeak und alles ist gut. Alles klar, dann sehen wir uns gleich. Jupp. Tschüss. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir wieder hier und jetzt klingt es höchstwahrscheinlich etwas anders, aber das ist jetzt auch nicht so das Drama. Wir machen mal hier im Audiobereich das noch ein bisschen netter, dass wir da noch ein bisschen etwas besseren Sound haben. Ich hoffe, jetzt ist es besser geworden. So, und wir sind hier bei den 500 Kilometer von Zandvoort und wir haben die ersten beiden getrennt von innerhalb von 1,2 Sekunden. Das ist ziemlich grandios und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, jetzt wo der Harald weg ist, hier einen kurzen Break zu machen mit dem Broadcast. Keine Sorge, ihr könnt alle dranbleiben, das aktualisiert sich wieder. Wenn ihr erst Ton hört und bleibt ewig schwarz, dann klickt einmal unten auf Refresh. Ja, das machen wir. Ronny, komm rein. Das ist eine wunderbare Sache, aber nichtsdestotrotz mache ich trotzdem erstmal einen kurzen Break. Und dann haben wir hier Ronny Hähnel im Interview. Bis gleich. Ja, guten Abend. Ja, ganz gleich.